Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute haben wir nach langer, langer Zeit mal wieder ein Rap-Battle, was wir uns zusammen ansehen werden. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Rap-Battle-Reactions hier auf diesem Kanal gehabt, hauptsächlich von Top Tier Takeover. Checkt die gerne oben im i ab, habe ich euch verlinkt. Jetzt ausgenommen habe ich natürlich endlose JBB-VBT-Reactions gemacht, aber ich meine wirklich so dieses Face-to-Face-Battle-Ding. Unter anderem haben wir damals auch auf Noah gegen 4-7 reagiert, glaube ich sogar mal im zweitmeist geklicktes YouTube-Video, auf diesem Kanal zumindest. Und jetzt hat 4-7 eine eigene Battle-Liga-Battle-Veranstaltung, die er regelmäßig mittlerweile organisiert. Und ich habe ein Battle rausgesucht, auf das ich mich tatsächlich gefreut habe. Wir haben jetzt hier Gamer Brother gegen FIFA Gaming am Start. Und ich mag Gamer Brother sehr gerne. Einige Reactions zu ihm auch schon gekommen. Mit JG hat er ja ein paar Songs gemacht. Ich gucke seine Real Talks ab und zu. Und FIFA Gaming, Till heißt er, glaube ich, kenne ich nur durch die Ansagevideos und habe ab und zu mal eine Phase mitbekommen aus seinem Channel, Junge. 15 Videos an einem Tag, 3 Songs, 20 alte Videos hochgeladen. Ich weiß es nicht genau. Aber das, was ich gehört habe, war er früher tatsächlich so einer der Top-FIFA-Streamer. Wo ich, also ich interessiere mich für FIFA-Content leider gar nicht, ja. Deswegen habe ich den nie mitbekommen und ist dann wohl irgendwie abgestürzt. Jetzt bin ich super gespannt. Ich weiß nur, er wird von allen gehatet, dass er sich hier reintraut. Rap-Battle, weil ich habe seine Mucke angehört, die war echt wack, Junge. Ich bin super gespannt jetzt hier face-to-face. Großen Respekt an beide auf jeden Fall. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, wöchentlich kommt sogar ein Battle online. Dann könnten wir uns das sonst immer zusammen gerne geben. Ich bin gespannt, wir hören rein. Let's go. Und ich würde sagen, 100, drück auf Play. Oh shit, FIFA Gaming fängt sogar an. Oh Mann, ich weiß nicht. Broski ist kaputt durch die YouTuber-Währung. Produktplatzierung ersetzen keine gute Ernährung. Ich mach coole Bewegung, fick dein YouTuber-Ego. Karriereende nach dem Battle, so wie Kun Aguero. Ich werd dich richtig embarrassen. Bruder, ich bin back, so wie Christian Eriksen. Du willst rappen, lass mal den Scheiß. Färbtest deine Haare blond und wolltest Haftbefehl sein. Ich rede wie ein Vater mit dir. Du fragst, kann ich gehen? Nein, du Pisser, bleibst hier. Mach weiter deine Videos, wo du dumm reagierst, bis du Klatschen kassierst, so wie Schalke 04. Gut, Scheibe. Kann ich körperlich vertreten, TCU Schuhbeck, no in Gaming, alles Nutten voller Elend. Wollte nie den Kreis mit den YouTubern betreten und Hurensohn begegnen mit den Vodafone-Problemen. Oh mein Gott, ja, ich mach es amtlich. Mein Comeback, Bruder, wird gigantisch. Beim Fußballspielen sieht man deine X-Beine. Du bist abgehoben, so wie aktuelle Spritpreise. Oh, ey. Nicht gewöhnlich. Ganz kurz, ich versuche hier mit Absicht so wenig wie möglich zu pausieren. Ganz kurzen Respekt, das ist um Längen, also wirklich, das ist tausendmal besser, als ich es mir hätte vorstellen können von ihm, ja. Die Schalke-Zeile fand ich nice, weil Gamer Brother Schalke-Fan ist. Und auch sonst halt relativ oberflächlich, ja, aber actually viel, viel besser. Er trifft den Takt sogar ganz, ganz gut, würde ich sogar sagen. Viel besser als erwartet. Oh mein Gott, ja, ich mache es amtlich. Mein Comeback, Bruder, wird gigantisch. Beim Fußballspielen sieht man deine X-Beine. Du bist abgehoben, so wie aktuelle Spritpreise. Für dich ist diese Sache nicht gewöhnlich. FIFA Gaming, steige wieder aus der Asche wie ein Phönix. Oh mein Gott, ich zeig dir, wie ein Mann fickt. Was für Van Dijk, deine Mom kriegt Van Dijk. Okay, das war der erste Part. Starke erste Runde von FIFA Gaming. Auf Ernst, ernst gute Runde. Okay, ganz kurz ein paar Worte zur ersten Runde. Viel, viel besser als erwartet, muss ich sagen. Relativ viele oberflächliche Zeilen. Hier und da ein bisschen Bezug. Aber all in all hat mich die Runde so oder so geflasht. Also ich hätte wirklich mit, ich habe mit nichts gerechnet. Die Runde sehr, sehr strong, fand ich. Sehr strong. Also für seine Verhältnisse logischerweise. Das, was ich erwartet habe. Krass. Er steigt aus der Asche wie ein Phönix. Das ist FIFA Gaming. Erste Holy Runde, shit. Geisteskrank. Ehrlich, kommen wir ehrlich. Direkt zu der Antwort von Gamer Brother. N100. Okay, Broski, ich bin sehr gespannt jetzt. Weil der Mann hat schon ein paar Mal gerappt, ja. Hey Digga Till, FIFA Gaming, was hast du dir gedacht? Sag mal ehrlich, wie viele Comebacks hast gehabt? Hast dich vor deiner Fame zur Blamage gemacht? Und ich schwöre, deine Mama, ey, die schämt sich so krass. Du trinkst diesen Kaffee mit den Freunden im Kaff. Dann sagt die Olle, diesen Hund hab ich nicht gemacht. Mit den Klicks geht's bergab, der Till, der wird sauer. Doch bei deinem letzten Hype war in Berlin noch ne Mauer. Du bist so ein hässlicher Geier. Ich mach dich zum Meme, so wie Harry Maguire. Mach dich klar, denn ich geh jetzt auf Angriff. Hiernach änderst du Namen, wie viel FIFA 24. Boah, okay.
Oh, steht okay, es kommt okay, okay. Ey, auf Ernst? Man merkt schon auch im Gesichtsausdruck von Broski, Junge, der Mann meint's ernst. Holy shit, auch die Stimmfarbe. Junge, der Mann ist nicht zum. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der Bro enjoys gerade aber sehr, muss ich sagen. Harry Maguire, das ist eine starke Zeile, Harry Maguire. Auf Angriff. Hiernach änderst du Namen wie FIFA 24. Auch gute Zeile. Okay, bin sehr gespannt. Nee, Mann, ist noch nicht vorbei. Holy shit, Mann. Ich versuch noch ein paar Coins mit auf Kombi zu nehmen. Ich hab deine Mom gezogen im Bronzepaket. Eigentlich will ich ja nichts sagen. Doch ihr Rating war so schlecht, ich hab sie discarded. Sogar auf Amateur bist du jedes Spiel am Verlieren. Du hast nicht mal ein paar Freunde für ein FIFA-Turnier. Oh shit. Mr. Beer, trinkst bis du blauer wirst, als die Cards beim Team auf dich hier. Yeah. Und es geht gleich los. Deine Mutter Beine breit wie Ronaldo beim Freistoß. Oh. Ich schieß den Clown zu. Bro. Du siehst aus wie Erling Haaland mit Down-Syndrom. Meine Lines haben die Crowd gecatcht. Deine Mama ist bei Tinder der Man of the Match. Oh. Weiß, dass die alte mies lutscht. Dein Stiefvater ist bekannt als Mason Greenwood. Oh shit. Holy shit, er geht einfach ehrenlos tatsächlich full on auf Mutter, auf Stiefvater. Oh mein Gott, Junge. Holy shit. Boah, starke Runde von Broski. Oh mein Gott, Junge. Holy, ich finde, er hat auch die FIFA-Zeilen noch krasser eingebaut, so die FIFA-Connections. Aber es war natürlich eine ehrenlosere Runde. Ne? Es war auf jeden Fall ehrenlos. Aber es ist, die nehmen das beide sportlich heute einfach hin, so I guess. Aber geisteskranke Runde. Geisteskranke Runde von Broski, muss ich sagen. Dein Stiefvater ist bekannt als Mason Greenwood. Stark. Stark, Junge. Holy shit. Okay, aber auch Respekt, dass sie sich beide Hand geben da nochmal. Allgemein Respekt vor beiden, Junge. Starke Runde, holy shit, muss man sagen. Boah. Mason Greenwood, wir distanzieren uns von dieser Line. Macht einmal Lärm für das krasse Battle! Ehrlich, sehr strong bis jetzt, muss ich auch mal Respekt aussprechen. Runde. Wir kommen direkt zum Beat-Switch, direkt zu der zweiten Runde von FIFA Gaming. Das könnte ihr Legendenstatus erreichen, meine Freunde. Ganz kurz muss ich auch sagen, ich finde das Battle soweit sehr, sehr angenehm, ja. Keine langen Pausen hier und da, die Leute im Hintergrund stören nicht oder so, machen eine gute Atmo. Die Jungs haben Bock, 4-7 ist am Start. Respekt auch mal aussprechen hierfür. Oh! Okay, sehr langsamer Beat, okay. Aber geil. Du wolltest Manuel Neuer treffen, das war dein Traum. Doch du kamst wieder mal zu spät und er ist abgehauen. Du okay, er hat auf jeden Fall mit dem Beat ein bisschen mehr Probleme als mit dem ersten. Du bist wie ein zurückgetretener Bayern-Spieler hier. Denn Manuel Neuer hält nichts von dir. Und willst du mal wieder Top 100 sein, ist es seltener als im Bronzepack ein Icon Prime. Und will er ein Mädchen klären, der Gamer Brother, antworten sie dann wieder nur mit Gamer Brother. Du bist okay, ja. Okay, also, ja, du musst auch lachen. Das war eine lustige Zeile. Also er hat auf jeden Fall mit dem Beat ein paar Problems, ja. Aber abgesehen davon, sie dann wieder nur mit Geh mal, Brother. Du bist gerade im Trubel, du willst das Rappen versuchen. Du machst den Mund hier weiter auf, ja, als Cavani. Beim Jubeln, ja, ich bin Taktiker, Digga. Denn ich komme wie Xavi. Und hole deine Freundin ab im Polo Ferrari. Du hast Menstruationsprobleme, muss ich stark vermuten. Denn Broski muss im Monat einmal aus der Nase bluten. Ich bin besser als du, ich bin fresher als du. Und jetzt ein paar Worte an deine dreckige Crew. Oh shit, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich mag aber seine Attitude, mit der er hier auftritt. Ja, also der Part ist jetzt einfach vom Feeling her und auch von den Lines bis jetzt schwächer als der erste. Aber er ist trotzdem, er steht richtig selbstbewusst da, seine Stimmfarbe passt. Und ich habe einfach Respekt, dass er sein Mann so steht einfach. Ich bin fresher als du. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich sehr gespannt. Crew. Der eine chillt in Dubai, der eine chillt im Keller. Die anderen beiden sind 30-jährige Penner. Und Broski ist dein Hänger und bläst bei Eli Geller. Und deine Stirn ist größer als das Haus von Black Montana. Ich nehme okay, das war eine gute Zeit, das war's doch. Klatsch ich von deinem Fahrrad. Du bist danach am Kiffen, denkst dann, du wärst da im Tabak. Du bist
willst mich nie wieder. Du weißt, ich bin der Sieger. Dein Arm sieht meinen Riesen dick und will lieber viel FIFA. Das ist das erste Date, du wirst gefickt auf 808. Und sorry, nicht umsonst reimt sich dieser Wakes of Fakes. Ich bin noch cool mit dir, ja gar keine Frage. Doch Bruder, was hast du bitte für komische Haare? Wie es die letzten Jahre war, wird es nie wieder, mein Freund. Habe Fehler gemacht und habe viele enttäuscht. Habe vieles bereut, doch gar nichts besser gemacht. Ich dachte, eines Tages bin ich bester Rapper der Stadt. Wegen mir machte mein YouTube-Kanal Suizid. Deshalb ein dickes Sorry an meine Community. Ey, okay, den zweiten Part, der ist zwar jetzt battle-technisch gesehen nicht so strong einfach, ja. Ich fand nice, wie er die ganzen Leute aufgezählt hat, so, aber war trotzdem jetzt, waren wenige Fronts, die gehittet haben. Aber ich find's cool, wie er so sagt, ey, auch im ersten Part, ich steig wie ein Asche aus, wie ein Phönix aus der Asche. Und ich bin gespannt, ob er jetzt echt vernünftigeren Content macht und sich bessert dahingehend. Ich brauch ne letzte Chance hier nach meinem Battle. Deswegen schaut vorbei auf Spotify und meinem Channel FIFA. Oh, auf Spotify will ich nicht vorbeischauen, Bro. Also, mach gerne alles andere, aber Spotify muss nicht sein, Bro. Gaming. Okay, aber not bad, immer noch besser als gedacht. Erste Runde deutlich stärker, aber zweite Runde immer noch besser als das, was ich mir erwartet hätte. Geisteskranke Real Talk am Ende. Auf ehrlich, Fall, auf Ernst. Schaut bei ihm vorbei, FIFA Gaming, ihr wisst Bescheid. Er hat seine Fehler eingesehen und David. Ich bin gespannt. Aus der Asche zurückkommen wie ein Phönix. Ich bin gespannt. Kommen wir direkt zu der Antwort. Geil. Von Gamer Brother. Broski, gib Gas. 100. Broski, ich bin jetzt sehr gespannt. Erster Part war sehr strong. Scheiß mal auf FIFA, ich will dich heut lyrisch zerreißen. Ein, zwei Mutterlines, weil ich glaub, das müsst reichen. Fick dich so hart, du kannst hier nach nicht mal mehr laufen. Deine Mutter kann man sogar für paar FIFA-Coins kaufen. Hab ich sie dann endlich mal gekauft, du Spaß. Hab ich weniger bezahlt als bei einem Scheiß-Footjob. Geb deinem Privatleben grad Schwanz auf, fuck. Mich ruft dein Insolvenzberater an. Oh shit. Herr Müller, tut mir leid, ich hab sie gerade nicht verstanden. Aha, sie haben Stress, Tills alten Merch noch zu verramschen. Ich weiß, sie haben echt die Nase voll von dem Scheiß. Aber ehrlich, welcher Hurensohn kauft nice Merchandise? Oh. Der ist so auf Ernst, ich hab das auch nicht ganz gecheckt, so dieses nice. Also, I guess, das Wort hat er so ein bisschen geprägt. Aber einfach nice. Ähnlich der Lauch, war bei RTL und so sieht der auch aus. Da macht er sich ein Channel, nennt den Hit Factory. Ist halt lustig, weil man da die Hits niemals sieht. Drops ein Song mit Kuchen aufs, das den die Leute streamen. Frauen, Schläger und ein Scammer, ihr seid echt ein geiles Team. Für dich Opfer wünsch ich mir. Die fand ich strong, die Zeile. Holy shit, ich wusste nicht, dass er mit Kuchen einen Song gemacht hatte. Frauen, Schläger und ein Scammer, ihr seid echt ein geiles Team. Für dich Opfer wünsch ich mir einen Shotgun-Schuss. Hier sind 20 Euro, wann krieg ich meinen Mod-Status? Oh shit! Ob wir vor Draft aufnehmen können? Ich glaube nicht. Oh mein Gott! Wow! Es kommt noch was! Ich wollte gerade sagen, Anfang vom zweiten Part war so ein bisschen, auch noch nicht so strong, aber das Ende war geisteskrank gerade. Holy shit, Junge! Holy shit, war das Ende geisteskrank gut, fand ich. Hier sind 20 Euro, wo ist mein Mod-Status? Weil man Mod-Status beim kaufen konnte für 20 Euro und. Die Shindy-Reference mit ich glaube nicht. Boah, krass. Nehmen können, ich glaube nicht. Kommt auch noch was? Was soll noch kommen? Holy shit. FIFA Gaming gefressen einfach. Und sei mal ehrlich, wie viele Kids hast du schon gescammt? Wie oft hast du sie verarscht? Ich rede von deinen Fans. Du schreibst die Flüstersongs, willst nach Santorini. Und deine Kinder fänzeln für den Lamborghini. Die Tippi-Stream-Donations schmecken richtig gut. Battles bei den Kids nach Geld. Business Move. Mir egal, ob keiner von euch diese Zeilen blickt. Diesen Retalk kriegt der Schlisser heute ins Gesicht. Wie viele Fakepacks hast du Pisser schon gebracht? Und dabei jedes Mal aufs Neue auf die Fans gekackt. Das war alle noch nicht alles, diese Story's brutal. Doch tu uns einen Gefallen, lösch deinen Kanal. Okay, also der nach der Pause war jetzt auch nichts Krasses mehr dabei. Aber all in all, Digga, for seven, Junge, der ist im siebten Himmel gerade. War es ein geiles Battle, Junge. Holy shit. Geiles Battle gewesen. Starke zweite Runde von Gamer Brother, macht aber Lärm! Und
Die beiden geben sich Respekt, hoffentlich. Okay, ich denke mal, den Rest müssen wir uns erstmal nicht ansehen. Aber holy shit, was ein geiles, geiles, geiles Battle, muss man sagen. Geisteskranke Runden, die 4 Runden waren richtig strong. Also auch, ey, an FIFA Gaming, massive Respect. Also obviously geht er hier erstmal als Verlierer raus, weil Gamer Brother ihn zerfleischt hat. Aber er hatte gute, gute Zeilen tatsächlich am Start. Und viel besser als gedacht einfach. Meine Erwartungshaltung war wirklich ganz unten und die wurde natürlich dann übertroffen, logischerweise auch. Holy shit, aber auch, dass er sich getraut hat, hier anzutreten, das Battle zu machen, so face-to-face mit Gamer Brother. Und es war gar nicht so bad, ja, es war gar nicht so bad. Ich bin echt gespannt, ich werde die Tage mal an seinem Channel vorbeischauen, ob sich irgendwas geändert haben wird. Aber ich bin super happy mit dem Battle gewesen und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir können uns sehr, sehr gerne nochmal ein paar Battles davon geben, von diesem Channel. Big Difference. Das macht 4-7 richtig nice. Gut organisiert, sieht clean aus, hört sich gut an. Coole Leute am Start. Vielleicht können wir öfter mal drauf reagieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dabei seid. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Ja, bleibt bitte so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.